Hi Leute, wir sind's Leslie und Klaus aus dem Dr. Sommer Team und in dieser Folge dreht sich alles um harte Fakten zum Thema Penis. Es geht um Fragen wie, wie wird ein Penis eigentlich steif? Es geht natürlich auch um die wichtigste Frage aller Penisfragen, die Penisgröße. Und es geht darum, was mache ich, wenn ich Pickel an meinem Penis entdecke? Und viele, viele weitere Fragen. Genau, also bleibt dran. Bei manchen Jungs ist es so, dass der Penis im schlaffen Zustand größer aussieht als bei anderen Jungs. Aber das sagt noch nichts über die wirkliche Größe des Penis aus. Denn es gibt einen Blutpenis und einen Fleischpenis. Und beim Fleischpenis ist es so, dass der Penis im schlaffen Zustand schon recht groß aussieht und dann auch nicht wirklich viel größer wird, wenn er steif ist. Im Gegensatz zum Blutpenis. Der erscheint vielleicht im schlaffen Zustand kleiner als der Fleischpenis, kann aber bis zu doppelt so groß werden, wenn er steif ist. Viele Jungs machen sich Gedanken über ihre Penisgröße. Verbunden mit der Unsicherheit, ist mein Penis groß genug? Kann ich damit guten Sex haben? Dabei sind diese Unsicherheiten in den meisten Fällen völlig unbegründet. Einfach dann, wenn man sich anschaut, was sind denn die durchschnittlichen Penisgrößen? Was sind die Fakten? Die kann ich euch jetzt verraten. Die durchschnittliche Penisgröße eines Europäers liegt bei 14,27 cm im steifen Zustand. Im schlaffen Zustand sind es durchschnittlich 8,6 cm. Ich denke, das sind doch ganz beruhigende Zahlen, an die eigentlich so gut wie jeder herankommt. Natürlich gibt es Abweichungen, es gibt Penisse, die sind nur 12 oder 14 cm, es gibt Penisse, die sind 16 oder 18 cm. Das ist alles ganz normal. Der Körper ist nicht normiert. Das ist genauso wie bei Nasen, wo es einfach größere und kleinere gibt. Wann der Penis anfängt zu wachsen, hängt vor allem davon ab, wann du in die Pubertät kommst. Und das kann eben von Junge zu Junge unterschiedlich sein. Und so gibt es Jungs, bei denen der Penis schon ab einem Alter von 9 oder 10 Jahren anfängt zu wachsen. Und es gibt Jungs, wo das erst ein paar Jahre später der Fall ist. Ja, und wenn der Penis dann wächst, kann das Jahre dauern. Sodass du dich nicht wundern musst, wenn dein Penis mit 15 oder 16 noch nicht die vollkommene Größe erreicht hat. Ja, denn vollkommen ausgewachsen ist der Penis, wenn du ungefähr in einem Alter von ca. 19 Jahren bist. Mit ihren 2500 Nervenenden ist die Eichel die empfindsamste Stelle des Penis. Die Vorhaut vor und zurück zu bewegen, die Eichel sanft zu berühren, zu streicheln, zu liebkosen, ist einfach mega geil. Und letztlich die Möglichkeit, wie ein Junge zum Orgasmus kommt. Im Penis befinden sich drei Schwellkörper. Zwei von ihnen sind seitlich angeordnet und bilden den Penisrücken. Ein weiterer verläuft an der Unterseite des Penis. Wird der Penis steif, staut sich Blut in den Schwellkörpern. Und dadurch richtet sich der Penis auf und wird größer und auch länger. Die Vorhaut schützt die empfindliche Eichel und sie gibt eine Creme ab, die die Vorhaut und die Eichel geschmeidig hält. Beim Waschen ist es wichtig, dass man die Vorhaut zurückzieht, einfach deshalb, weil sie einen Eichelrand, sogenanntes Smegma, bilden kann, was, wenn man es nicht regelmäßig entfernt, zu Entzündungen führen kann und einfach absolut übel riecht. Also Jungs, immer darauf achten, beim Waschen die Vorhaut zurückzuziehen. Übrigens, wusstet ihr, dass die Hälfte aller Männer weltweit betrachtet überhaupt keine Vorhaut haben? Einfach deshalb, weil sie beschnitten sind. Das geschieht aus religiösen Gründen oder medizinischen Gründen, wenn ein Junge eine sogenannte Vorhautverengung hat. Wie merkt ihr, dass ihr eine Vorhautverengung habt? Ganz einfach. Wenn es nicht möglich ist, die Vorhaut über die Eichel zu ziehen. Das muss im schlaffen Zustand funktionieren, aber genauso auch im steifen Zustand. Wenn irgendwas klemmt, zwickt, zappt, dann ist es für euch ein klares Zeichen, bitte geht zum Urologen und lasst euch beraten, ob gegebenenfalls eine Beschneidung notwendig ist. Wenn es bei dir so ist, dass sich dein Penis leicht nach links, rechts, oben oder unten krümmt, ist das absolut kein Grund zur Sorge und völlig normal. Denn vielleicht beruhigt es dich zu wissen, dass normalerweise kein Penis kerzengerade ist. Aber wieso ist das so? Bei einer Erektion füllen sich die Schwellkörper mit Blut und da die Schwellkörper meist unterschiedlich lang sind, neigt sich der Penis in Richtung des kürzesten. Und falls du dich fragst, ob eine leichte Krümmung beim Sex stört, nein, das tut es nicht. Was ist das? Ist das gefährlich? Geht das wieder weg?
muss ich zum Arzt? Also solche Fragen erreichen uns, wenn Jungs an ihrem Penis kleine Pickelchen entdecken. Ich kann alle Jungs beruhigen, die davon betroffen sind. Bei den kleinen Pickelchen handelt es sich um völlig harmlose Atherome. Das ist nichts anderes. Ihr müsst euch das so vorstellen wie kleine Teigverstopfungen, also was man auch im Gesicht teilweise hat, also völlig harmlos. Und sie entstehen halt leider während der Pubertät. Ignoriert sie einfach, lasst sie in Ruhe, kratzt nicht daran, versucht sie nicht auszudrücken. Das führt nur zu Entzündungen und das muss nicht sein. Wenn du allerdings merkst, dass diese Pickel sich irgendwie verändern, größer werden oder anders aussehen, rötlich gefärbt sind, dann ist es tatsächlich nötig, zu einem Hautarzt zu gehen, weil es gibt auch Pickel, die tatsächlich auf ernsthafte Erkrankungen hinweisen. Die Hoden sind etwa so groß wie 2 Taubeneier und befinden sich im Hodensack. Sie sind für die Spermaproduktion zuständig und die muss unter idealen Temperaturbedingungen stattfinden. Deshalb dient der Hodensack auch als eine Art Klimaanlage. Er zieht sich zusammen, also näher an den warmen Körper, wenn es kalt ist. Und umgekehrt, wenn es zu warm ist. Die Hoden haben es übrigens ganz schön in sich, denn sie können täglich Millionen von Spermien produzieren. Und wenn das nicht schon genug wäre, produzieren sie auch noch Testosteron, was die sexuelle Lust steuert. Dass meist ein Hoden tiefer hängt als der andere, ist übrigens ganz normal, einfach aus dem Grund, damit sie sich nicht in die Quere kommen. Jetzt habt ihr schon eine ganze Menge über den Penis erfahren, aber vielleicht habt ihr noch die eine oder andere Frage, die ihr uns natürlich gerne stellen könnt. Ja, und die schreibt einfach in die Kommentare direkt unter das Video. Ihr kennt das wie immer. Oder schickt uns eine Mail an drsommerteam@bravo.de. Genau, und vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und dann sagen wir mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.